Es spricht Andrea Gessel-Ranftl von der SPÖ. Hohes Haus. Ich möchte nun in meiner dreiminütigen Rede auch auf den Bericht Gendergesundheit in Österreich eingehen. Ziel der Überprüfung, das haben wir heute schon mehrfach gehört, im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2013 war die Beurteilung der ressortübergreifenden Aufgabenverteilung betreffend Gendergesundheit. Der Rechnungshof fokussierte seine Prüfung auf das Bundesministerium für Gesundheit. Der Prüfungszeitraum umfasst im Wesentlichen die Jahre 2009 bis 2013. Der Rechnungshof gab insgesamt 13 Empfehlungen an das Bundesministerium für Gesundheit ab. Themen waren zum Beispiel Suchterkrankungen, insbesondere Rauchen und Alkoholkonsum, Herz- und Kreislauferkrankungen, das Mammographie-Screening-Programm und das Managementprogramm Diabetes-Therapie aktiv. Ich möchte nun näher auf die Suchterkrankungen eingehen. Der Rechnungshof sieht ja in der nationalen Suchtprävention sowie im Alkoholforum die Geschlechtersensibilität noch nicht ausreichend umgesetzt. Des Weiteren kritisierte er den fehlenden Genderbezug und die unzureichende Realisierung der Vorschläge des Alkoholforums. Ich möchte hier aber schon positiv hervorheben, dass das Bundesministerium für Gesundheit in seiner Stellungnahme abgab, die Umsetzung der restlichen Empfehlungen des Alkoholforums zu realisieren. Die Verzögerungen seien auf die alkoholpolitischen Fragestellungen der EU zurückzuführen, wo verstärkt über eine künftige EU-Alkoholstrategie bereits diskutiert wurde. In Bezug auf Nikotinsucht im Fall der Rechnungshof verstärkt gendergerechte Maßnahmen zu setzen, da eben der Anteil tabakkonsumierender Frauen sehr stark gestiegen ist. Laut Bundesministerium für Gesundheit seien aber sowohl die Alkohol- als auch die Tabakprävalenz bei mehreren nationalen Erhebungen stets genderspezifisch erhoben worden. Bei der Erarbeitung der nationalen Suchtpräventionsstrategie wird zukünftig der Gender-Aspekt berücksichtigt werden und dem Thema Alkoholsucht wird ein angemessener Stellenwert eingeräumt werden. Seitens des Bundesministeriums für Gesundheit wird auch das Rauchfrei-Telefon unterstützt. Zusätzlich werden regelmäßig Kampagnen durchgeführt bzw. gefördert, um auf der einen Seite die Sucht zu verhindern, auf der anderen Seite aber den Ausstieg daraus zu unterstützen. Abschließend soll noch angemerkt werden, dass seit dem Jahr 2011 das Gesundheitsministerium genderspezifische Gesundheitsvorsorge explizit in seinen Förderschwerpunkten vorsieht. Und ich persönlich sehe das eigentlich auch so, dass sowohl Institutionen, Gesetze und Maßnahmen den Belangen von Frauen als auch von Männern gerecht werden müssen. Danke. So Andrea Gessel-Ranftl von der SPÖ bei ihrer gestrigen Rede im Nationalrat.